Wrong Chemistry, ausgezeichnet vom Family Awards Center, kehrt mit einer außergewöhnlichen Erweiterung zurück. Erweitere dein Labor mit neuen Varianten und Regeln. Wrong Chemistry wird damit ein Spiel für 2-5 Spieler, in dem jeder Spieler einen Wissenschaftler spielt, der neue Elemente auf irre Art und Weise erfindet. Zu Beginn bildet ihr ein Spielfeld, das Molekül aus einem blauen Feld, um dieses legt ihr gelbe Felder, auf die ihr wechselnd schwarze und weiße Spielsteine legt. Sortiert die Restartium, Extramuvium, Transmutium und die Element of Surprise Karten aus, legt diese Karten den zusätzlichen schwarzen und die zwei weißen Spielsteine bereit. Nun könnt ihr die 5-Punkte-Karten heraussuchen und offen neben das Molekül legen. Jetzt mischt ihr alle Elementkarten nach Farben sortiert grün, violett, rot und teilt an jeden Spieler 2 grüne, eine violette und eine rote Karte aus. Das ist die Starthand. Die restlichen Karten mischt ihr und teilt sie in 2 gleich große Stapel auf. Die Spieler können während des Spiels von beiden Stapeln Karten nachziehen. Zum Schluss sucht ihr die 10 Wissenschaftler der Erweiterung heraus und teilt verdeckt an jeden Spieler 2 aus. Eine Karte davon wählt jeder Spieler aus, die andere kommt weg. In jedem Zug haben die Spieler 4 Energien zur Verfügung, um aus einer oder mehreren ihrer Elementkarten Moleküle zu bauen. Dafür könnt ihr jede der folgenden Aktionen für eine Energie nutzen. Erstens, nehmt einen weißen oder schwarzen Spielstein vom Spielplan. Zweitens, platziert einen weißen oder schwarzen Spielstein von außerhalb auf ein beliebiges freies Feld. Auf ein Feld darf nie mehr als ein Spielstein liegen. Drittens, bewegt einen weißen oder schwarzen Spielstein auf ein beliebiges freies Feld. Viertens, positioniert ein freies Feld beliebig neu am Molekül. Das blaue Feld darf dabei nicht bewegt werden. Einmal pro Runde könnt ihr die Restartium-Karte nutzen, um das Molekül in seine Startposition zu bringen. Oder die Transmutium-Karte, um das Molekül in eine Form zu bringen, die einer erfüllten Karte entspricht. Danach legt ihr die Karte an die Seite, so dass jeder sieht, dass sie fertiggestellt wurde. Das zweite Spezialelement, Extramuvium, gibt dir 3 extra Energie bzw. Bewegungen in deinem Zug. Das könnt ihr auch wiederholen, kostet aber eine eurer Punktekarten. Am Ende des Zuges füllt ihr eure Kartenhand wieder auf 4 auf. Außerdem könnt ihr die Fähigkeit eines Wissenschaftlers während des eigenen Zuges nutzen oder am Ende des Zuges eines Mitspielers, um die Element of Surprise Karte zu nutzen. Bis zu 3-mal könnt ihr einen Wissenschaftler im Spiel nutzen. Sind alle 5-Punkte-Karten an die Spieler verteilt, endet das Spiel. Diese liegen ja offen aus und die Spieler erhalten 5 Punkte, wenn sie die abgebildeten Moleküle erstellen. Die Spieler zählen dann alle Punkte der Karten, die Zahl in der Glühbirne. Die unterschiedlichen Farben stehen hierbei für bestimmte Punktezahlen. In der Expand Your Lab Erweiterung gibt es weitere Varianten, über 60 neue Elemente und Material für einen 5. Spieler. Mit eurer Unterstützung können wir diese tolle Erweiterung realisieren und das Originalspiel Wrong Chemistry neu auflegen.